Wrestlerner da draußen, hier ist mal wieder der Leo und ich möchte euch heute mal wieder zeigen, wie ihr an eine ganz coole Waffe kommt. Und zwar sind wir auf der Karte hier, Kai Enamat, und wir müssen hier rüber nach Libertalia. Und dort finden wir eine ziemlich coole Shotgun. Ich selber nenne sie die Unaussprechliche, weil ich überhaupt nicht weiß, wie man den Namen ausspricht. Abgesehen davon, von dieser Shotgun, findet ihr auch hier unglaublich viel Loot. Sie erinnert mich so ein bisschen an die Schiffbruch Bay von Fluch der Karibik. Ja, alles so die Wege über Schiffe etc. Und dann das Hauptgebäude da, wenn man anguckt. Das ist auch ein riesiges Schiff. Vielleicht könnte man das sogar als Easter Egg bezeichnen. Moment, hier bin ich falsch. Ich habe schon mal aufgeräumt, also wenn ihr da das erste Mal herkommt, werden hier sehr, sehr, sehr viele Raider sein. Wer steht denn jetzt da? Bin ich jetzt noch richtig? Der hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Ja, bin noch richtig. So, dann geht's hier rum. Und dann drücken wir den Knopf. Wenn ihr das erste Mal hier seid, dann kommt es... die Gondel eh von selber, weil da steht ein Raider drin, der fröhlich auf euch schießt. Aber den könnt ihr schon wegmachen und dann geht's auf ins Hauptgebäude. Und rein da. Wo ist der Knopf? Da ist er. Also hier sind wirklich relativ viele Gegner. Würde ich euch auch empfehlen, nicht gerade mit einem Low-Level-Charakter hierher zu kommen. Ich bin hier gerade nur mit der Kamera am rumwackeln, weil ich habe gerade Wachs von der Kerze ausgeschüttet. So. Einen habe ich anscheinend übersehen. Der was gesagt hat. Dann gehen wir hier hoch und hier rum. Rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. Und dann kommen wir zu dieser Tür. Kabine des Captains. Und da vorne sehen wir sie schon. Und gleich wird er wissen, warum ich sage, die Unaussprechliche. Ja. Ja. Curie kennt es wahrscheinlich aussprechen. Ich nicht. Le Fusil Terrible oder so. Keine Ahnung. Plus 25% Schaden und Körperteilschaden, jedoch höherer Rückstoß. Aber das ist doch schon mal nice. Plus 25% Schaden und Körperteilschaden. Die werde ich mir auf jetzt auf jeden Fall mal hoch modden. Und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß dabei, euch diese geile Waffe selber zu holen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Es war mir eine Ehre. Habt Ehre, ihr da draußen.